Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benny und in diesem Video soll es mal um beide Reichtümer in Hörder Filki gehen. Ich werde jetzt hier die exakte Location und natürlich auch den Lösungsweg zu beiden Reichtümern zeigen. Und los geht's. So, dann starten wir direkt mal mit der ersten Location. Meiner Meinung nach auch direkt relativ knifflig. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Lösung, muss ich sagen. Vielleicht geht es dir genauso. Du siehst hier dieses kleine Häuschen, dieses kleine Bauernhaus. Hier zeige ich dir nochmal die Location. Direkt bei der Stadt ist eigentlich nicht zu übersehen letztendlich. Dann findest du hier diesen Brief auf dem Tisch. So gut, so einfach. Dann gehst du hier einmal hier ins Gehege rein, holst dir den Schlüssel bei den Schweinen. Das ist auch noch alles, denke ich, easy und entspannt aufgrund des Hinweises. Und dann fängt eigentlich die ganze Problematik an, wie du dir dann den Reichtum holen sollst. Befindet sich natürlich unterirdisch, auch das habe ich relativ schnell rausgefunden. Aber eben nicht genau, wie ich da rankomme. Und hier siehst du es einmal in-game, die Lösung. Vom Haus aus, eigentlich direkt hinter dem Haus, befinden sich hier diese Steine aufgetürmt in dem Fischernetz. Und da schießt du dann eben einmal oben Pfeil dran. Ist auch rot gemarkert, rot gekennzeichnet. Und dann schaltest du eben hier diesen Eingang frei durch den Einsturz der Steine. Und da kannst du dann einmal runter und da findest du dann den ersten Reichtum. Also eigentlich natürlich total banal, total simpel. Man muss allerdings erstmal auf die Lösung kommen. A, dass es genau hinter dir ist. Und B, was überhaupt zu tun ist, dass du hier runter musst. Hier siehst du es einmal, hier mache ich einmal die Tür auf. Dann geht es hier ein Stückchen geradeaus und dann nehme ich hier einmal das Buch des Wissens an mich. Zählt dann auch als Reichtum. Hier siehst du es nochmal einmal direkt neben mir. Erste von den beiden Reichtümern. Wird dann einmal direkt markiert natürlich. Zweite ist sehr, sehr einfach, muss man sagen. Musst du natürlich ein bisschen aufpassen. Ich war noch hier sehr, sehr niedrig gelevelt. Ich zeige dir auch gleich einmal die Location. Hier natürlich die Riesentruhe, die du dann ganz einfach einmal öffnen musst. Hier ganz oben auf der Karte, ganz oben im Norden. Hier ist es angezeigt. Hier siehst du einmal den Adlerturm. Hör dir, Filki ist ja relativ klein. Sollte kein Problem sein. Und dann ganz oben im Norden auf der Map. Hier siehst du, es ist relativ hoch gelegen, dieses kleine Lager. Ich bin dann hier hochgekraxelt, links an der Seite. Hier habe ich mein Schiff dann einmal geparkt, sozusagen. Gibt natürlich dementsprechend mehrere Möglichkeiten. Ich habe es einfach von außen gemacht, so haben mich die Wachen nicht entdeckt. Habe mich dann hier rangeschlichen, habe mir nur kurz hier den Kohlebarren geholt. Hier siehst du es dann auch nochmal einmal direkt neben mir. Beide Reichtümer, dann kamen hier direkt die Gegner rein, gestürmt. Ich habe dann schnell das Weite gesucht, wie gesagt, weil ich noch relativ niedrig gelevelt war. Wenn du hier dir die beiden Reichtümer holen möchtest, ganz am Anfang, so wie ich, solltest du ein bisschen hier auf die Gegner aufpassen. Mit denen solltest du dich dann besser nicht anlegen. Ja, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen. Falls du mit den Reichtümern hier Probleme hattest, dann hör dir ja Filki. Bleib sehr, sehr gerne mit einem kostenlosen Kanalabo am Start. Wenn du heiß bist auf weitere Videos von mir zu Assassin's Creed Valhalla. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.